Kannst du dir vorstellen, wie es sein könnte, einsam zu enden? Ich finde, das ist die schrecklichste Vorstellung von allen. Am Ende der Reise nichts geschafft zu haben, das uns wirklich erfüllt. Keine Frau an unserer Seite, die wir lieben können. Keine Partnerin, mit der wir das Leben geteilt haben. Lass uns über diese Reise reden und was wir unbedingt vermeiden müssen, wenn wir nicht einsam sein wollen. Deine Reise als Mann. Auf dieser Reise wollen wir Erfahrungen sammeln und eine Partnerin finden, die uns morgens verliebt anschaut und für die wir sogar sterben würden. So eine Liebe wollen wir. Und weil wir uns danach so sehnen, machen wir Männer einen entscheidenden Fehler. Wir sehen die Frau, der wir entlang dieser Reise begegnen, als Ziel dieser Reise. Das ist dir vielleicht auch schon passiert. Und es ist so schade, dass uns das passiert, denn es ist selbst auferlegt. Das ist der Grund, warum so viele Frauen in deinem Leben irgendwann kein Interesse mehr an dir hatten. Und ich habe schon zu viele Erfahrungsberichte von Frauen direkt gehört, die Liebe zu ihrem Mann verloren haben, als er genau diesen Fehler begangen hat. Eine Frau will nie das Ziel deiner Reise sein. Allein diese Vorstellung, schon so perfekt sein zu müssen, legt dir enormen Druck auf die Schultern. Dieses Gefühl erdrückt eine Frau. Und seien wir ehrlich, keiner von uns möchte diese Verantwortung auf den Schultern tragen. Wir möchten alle einen Partner, der auch auf sich alleine gestellt zurechtkommt, oder? Eine Frau, mit der wir auf Augenhöhe stehen. Wenn wir unsere Freunde vernachlässigt haben, keine Mission mehr im Leben verspüren und alle unsere Entscheidungen, vom Einkaufen der Klamotten zum Entscheiden des Films am Abend, über zu, was du mit deiner freien Zeit auf diesem Planeten anfängst, ihr überlassen, dann verliert sie jegliche Anziehung zu uns. Und das machen nicht nur Männer in Beziehungen. Ich sehe es tagtäglich bei Single-Männern. Wir alle kennen den einen Mann im Freundeskreis, dem das passiert ist. Oder du hast es selber schon mal schmerzhaft erfahren. Es ist nicht ihre Schuld gewesen. Was sie wollte, war lediglich der unabhängige Mann, den sie damals kennengelernt hat. Und diesen Fehler machen viele Männer, noch bevor sie mit einer Frau zusammenkommen. Sei ehrlich, manchmal haben wir diese Fantasien, noch bevor wir uns ihr überhaupt vorgestellt haben. Diese unterbewusste Verzweiflung sieht sie schon beim ersten Date, nein, sogar schon, wenn du ihr die Hand reichst. Und das spürt sie auch, wenn sie mit dir schreibt und deine Nachrichten so lang werden. Das Problem ist, wie so oft, unsere Unabhängigkeit. Das Gefühl, das wir als Kind einmal hatten, aber entlang der Reise irgendwann verloren haben. Wie können wir also eine Unabhängigkeit an den Tag legen, von der sie sich angezogen fühlt? Eine Unabhängigkeit, aus der wir heraus gute Menschen sein können. Und genau das möchte ich dir jetzt erzählen. Vielleicht begegnet sie uns auf dieser Reise. Vielleicht begleitet sie dich ein Stück. Vielleicht begleitet sie dich für den Rest deines Lebens. Vielleicht werdet ihr gemeinsam alt. Aber der Abschied, er kommt irgendwann. Immer. Unsere Reise besteht nun mal aus verschiedenen Kapiteln. Und das, was sie will, ist sehen, dass du okay mit diesem Kapitel des Abschieds sein wirst. Dass du jetzt schon okay mit dem Abschied bist. Dass du sie nicht jede Sekunde hören oder sehen musst. Dass du durchaus auch mal ein paar Tage ohne sie auskommst, wenn sie dir nicht schreibt. Dass wir sie nicht lieben, weil wir sie brauchen, sondern weil sich zwei Menschen Stück für Stück ebenbürtig aufeinander eingelassen haben. Echte Liebe hat nichts mit Besitzanspruch zu tun. Wir wissen das. Die Eltern, die ihre Kinder einfach nicht loslassen können, tun dem Kind keinen Gefallen. Wenn du einmal ein Kind haben solltest, dann wirst du ihn auch irgendwann mal seinen eigenen Weg gehen lassen. Das, was du liebst, lass frei. Kommt es zu dir zurück, gehört es dir auf ewig, sagt ein altes Sprichwort. Und genau hier machen die ganzen Machos, möchtegern Alphas oder Arschlöcher, einen anderen Fehler. Sie möchte nicht von dir ignoriert werden. Sie möchte, dass du sie auf deine Reise einlädst. Dass die Einladung steht, dass der Ball bei ihr liegt und du ihr dann den Raum gibst. Dass sie Platz nehmen kann im Beifahrersitz deines Motorrads. Es muss natürlich auch kein Motorrad sein. Aber dass du dich niemals von deinem Pfad abbringen lässt. Dass du dich niemals überzeugen lässt, dich doch nicht mit deinen Freunden zu treffen. Dass du dich niemals von der Stimme im Kopf dazu verleiten lässt, ihr doch nochmal zu schreiben, wenn sie auf die letzte Nachricht noch nicht geantwortet hat. Manchmal ist Stille das Beste für euch beide. Wir brauchen etwas anderes, das uns einen Sinn im Leben gibt, als eine andere Person. Unsere Werte. Welche Werte vertrittst du? Filterst du Frauen nach diesen Werten? Wenn du einen Leitfaden möchtest, wie du deine Werte zu etwas machst, was dich attraktiv für Frauen macht und wie du damit sogar die richtige Frau verführst,
Dann bekommst du ihn in meinem kostenlosen Videotraining. Um den kostenlosen Kurs zu sehen, klick auf den Link in der Beschreibung oder hier.